Hallo. Hi. Herzlich willkommen zur neuen Tour, der Hakuna Matata Tour. Wir sitzen hier am Deutzer Bahnhof in Köln und trinken noch, bevor es Land geht, wo es nicht so gutes Bier gibt, trinken noch ein leckeres Kölsch. Ich weiß, Kölsch sagen eines kann Bier. Wir mögen es gern. Ja. Zum Wohle, Alex. Ja, wir warten jetzt hier auf unseren Zug. Der fährt erst in einer Stunde. Genau. Wir wollten aber keine Hektik haben. Und wir fahren mit dem Zug wohin? Nach Frankfurt. Nach Frankfurt zum Flughafen. Ja, und da geht es dann weiter. Aber wohin es gehen wird, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Ja, Hakuna Matata und so. Aber wir kommen jetzt erstmal, wir fliegen noch nicht heute, sondern erst morgen. Aber ganz entspannter Anreisetag, sind im Hotel am Frankfurter Flughafen. Dann nehmen wir euch noch mit auf den ganzen Abend. Und ja, jetzt trinken wir erstmal das Kölsch. Und dann sehen wir uns gleich im Zug wieder, würde ich sagen. Bis gleich. Na, Alex, der Zug kommt, glaube ich, ne? Über Mannheim Hauptbahnhof in Abschnitten 10 bis 11. Der Zug kommt. 19.22 Uhr. Wir sind jetzt eingestiegen und sind auf dem Weg nach Frankfurt. Flughafen. Hat er sich sehr gut gemerkt. Mhm. Ja, wir sind jetzt eingestiegen, sitzen im Zug und lassen wir uns jetzt eine Dreiviertelstunde runterpuschieren. Mit dem Sprinter ICE, ohne Zwischenstopp direkt nach Frankfurt Flughafen. Ja, Flughafen. Oh, haben wir es gesagt. Ja, dass wir fliegen, wisst ihr ja schon. Ja, eben. Ja. Aber heute Abend sind wir noch im Hotel, aber sehr angenehm, die Verbindung hier von Köln nach Frankfurt. Flughafen, echt gut. Genau, und das Hotel zeigen wir euch gleich auch nochmal. Genau, seht ihr auch noch, wer wohl ist, in welchem Hotel. Und bleibt einfach dran. Wahrscheinlich steht es eh schon im YouTube-Titel oder so. Wahrscheinlich, ja, möglich. Aber trotzdem. Das Ding fährt ganz schön schnell hier. Ist ja ein Sprinter. Ja. Ne? Also bis gleich. Drei, fünf Stunden nach Frankfurt ist gar nicht. Ist sportlich, ja. Bis gleich im Hotel. Wir sind in Frankfurt angekommen. So, wir sind im Frankfurter Bahnhof. Also nicht Hauptbahnhof, sondern Fernbahnhof Flughafen. Und wir fahren schön hier mit der Rolltreppe hoch. Und Alex, wohin geht's? Ins Hotel. Wir gehen jetzt ins Hotel, mal sehen, wo uns hin verschlägt. Zugfahrt war super, 45 Minuten durchgeballert. So, war gut, ne? Das ging schnell. Ich habe mich noch über unser Reiseziel informiert. Ja. Alex hat sich über unser Reiseziel informiert, was auch immer das sein mag. So, kurz eingecheckt. Jetzt sind wir auf dem Zimmer. Mussten ungefähr eine halbe Stunde zum Zimmer gehen, langer Weg. Großes Hotel. Oh nein, was machst du denn hier? Na, ich bin doch immer dabei. Scheiße. So, Rufus, wir sind jetzt hier im Zimmer. Cool. Gehen wir runter, was essen? Würstchen. Ja, du isst Würstchen und wir essen was anderes. Ich hab Hunger. Gut, machen wir jetzt. Wir sind im Zimmer und wir gehen jetzt essen. So, es soll doch hier eine Lounge und Bar geben, was zu essen gibt und zu trinken. Und die suchen wir jetzt mal. Hier sind wir. Wir sind ganz, 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 ganz hinten. Ja, letztes Zimmer, 1000 Gänge durchgehen. Sieht man ja hier. Also auch da ist ein Pizza. Ja, sehe ich schon. So, wir gehen jetzt runter in die Bar und trinken und essen noch was. Ja, und essen. Was lassen wir essen? Da lang. Wir haben lecker gegessen jetzt noch hier. Ja, unten war schlecht zu filmen, war ein bisschen viel los, wollten wir jetzt nicht machen. Ja, das stimmt. Einen kurzen Überblick habt ihr ja bekommen. Ja, wir schlafen jetzt, weil morgen früh geht es dann drüber in den Flughafen. Ja. Und dann fliegen wir eine Runde. Wohin? Du bist ja wahrscheinlich hier schon. Ja, das steht wahrscheinlich eh im Titel. Da fliegen wir hin, genau. Und ja, wir gehen jetzt schlafen, ihr Lieben. Wir sehen uns dann morgen. Auf unsere Hakuna Matata Tour. Auf der Hakuna Matata Tour. Sehen wir uns morgen wieder. Und gute Nacht. Ja, guten Morgen. Wir sind jetzt schon am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Passport, wir sind quasi ausgereist. Ja.
Und ja, Alex, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sitzen jetzt hier in der Business Class Lounge. Ja, vielleicht ist es dann, genau, wir fliegen heute mit der Business Class nach Orlando. Haben wir mit unseren Meilen, die wir jetzt über die Corona-Zeit gesammelt haben. Also immer schön sammeln. Ja, haben wir ein Upgrade gemacht und fliegen heute Business Class nach Orlando. Das freue ich mich schon sehr drauf. Aber jetzt haben wir noch 2-3 Stündchen Zeit und essen noch lecker was hier, trinken was und gucken schön aufs Vorfeld. Und dann vielleicht kommt die Maschine ja sogar hierher, mit der wir fliegen. Ist gerade über dem Weg noch. Die landet erst um 11 Uhr. Genau. Also wir chillen noch ein bisschen jetzt hier und ja, melden uns dann nachher wieder. Jetzt sind wir im Flugzeug, haben schon fast die ganze Strecke hinter uns. Noch 2 Stunden bis nach Orlando. Ja, bis jetzt sehr ruhiger Flug, sehr angenehm. Konnten 2 Filme gucken. Die Minions-Filme habe ich geguckt. Alex, was hast du? Den Minions 2 geguckt und Jurassic World angefangen. Aber den kenne ich schon in- und auswendig. Da habe ich mich lieber entschieden, was zu schlafen. Ja, ich habe auch ein bisschen geschlafen jetzt. Aber ein bisschen müde ist man trotzdem. Ja, der erste Tag, die Anreise, ist mal ein bisschen gerädert. Also wir kommen 24 Uhr deutsche Ortszeit an. Hier ist es dann 6 Uhr abends. Genau. 6 Stunden Zeitverschiebung. Ja, 6 Stunden Zeitverschiebung. Mal sehen, wie wir uns dann fühlen. Erstmal das Gepäck holen, dann geht es durch die Immigration, also durch die Einwanderungsbehörde quasi. Ja. Wie man es mal nennen mag. Ja, und dann geht es mit irgendeinem Service zum Hotel. Okay. Ja, also bis gleich dann. So, übrigens, wir fliegen nach Orlando. Nach Orlando fliegen wir, ja. Genau. Bis gleich. Ich habe vergessen, ob wir das schon erwähnt haben. Genau, vielleicht haben wir es erwähnt, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Also Orlando. Wir sind angekommen! Ja! Wir sind in der Animal Kingdom Lodge angekommen. Das ist unser Hotel für die nächsten Tage. Nach, ich glaube, einer Stunde hatten wir schon eine Warteschlange bei der Immigration. Das hat ewig gedauert, ja. Aber dann hinterher ging es recht zügig. Genau, mit dem Lift sind wir rübergefahren, quasi Uber, halt nur eine andere Marke. Genau. Ging sehr zügig. Sehr netter Fahrer. Ja. Und, auch gerade erst frisch in Orlando hingezogen. Ja, aus New York, hat er uns erzählt. Genau. Ja, wir sind jetzt in unserem Zimmer. Roomtour machen wir jetzt nicht. Nee, wir sind tot. Die kommt separat. Ja, es ist jetzt hier Ortszeit nach 9 irgendwas, ne? Ja, aber für uns ist es halt 3 Uhr morgens. Ja, oder fast schon 4. Fast 4. Wir gehen jetzt ins Bett. Nee, wir gehen jetzt gleich ins Bett und morgen geht's ja schon in den Park. Genau. Und wir haben ein Zimmer schön nah. Also wir haben wir haben nicht so einen weiten Weg. Nee. Und dafür, dass wir ein Standard-View-Zimmer genommen haben, haben wir tatsächlich Savannah-View. Ja. Das werdet ihr dann noch sehen. Genau, das werdet ihr dann noch sehen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, hat man gemerkt. Also wir gehen jetzt ins Bett, ihr Lieben. Ja, wir sind fertig. Ja, schlaf gut. Das war es dann damit eigentlich mit der Anreise. Genau, das war die Anreise. Wenn ihr dann weiter Videos sehen wollt von unserem Orlando-Aufenthalt. Ja, bleibt dran, abonniert gerne den Kanal, um das nicht zu verpassen. Ihr wisst Bescheid. Alle Parks. Abonnieren ist leichter, weil dann werdet ihr automatisch nur informiert. Ja. Und müsst nicht jedes Mal nach Alex und Piet suchen. Genau. Wir gehen ins Bett jetzt. Ja, ihr Lieben, macht's gut. Na, tschüss.